Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der NFMatchMap am heutigen Dienstag, wenn ich richtig bin. Ich stehe hier vor einem leider noch nicht ganz erntereifen Feld, aber ein Stück von dem Feld hatten wir so gut angesehen, dass es schon erntereif war. Im Ost hatte schon Panik, dass wir vom Lohner einfach Sonnenblumen gekauft haben, was natürlich echt nicht fair wäre, wenn es so gewesen wäre. Aber ist ja nicht so gewesen. Ihr habt es im Stream oder in der Folge am Samstag gesehen. Wir hatten Glück, dass hier schon so zwei Streifen erntereif sind und wir somit schon irgendwie 5.000 bis 6.000 Liter Sonnenblumen eingefahren haben. Aber das werden wahrscheinlich nicht nachher, naja, vielleicht sind es die Kriegsentscheidenden, aber ich glaube allerdings nicht, weil wir einfach zu weite Wege haben und nach wie vor warten wir darauf, dass hier die letzte Wachstumsstufe einsetzt und die Zeit, wissen wir alle, läuft mit Team Ost. Stimmt's? Richtig. Richtig. Zeit läuft mit uns. Das heißt, wenn es, ich sag mal, vor 15 oder vor 14 Uhr die Erdestufe da ist, dann sollten wir es packen. Ansonsten wird die Brücke uns in die Quere kommen und dann können die ganz entspannt die ganze Nacht sich Zeit lassen. Nicht entspannt. Ja, aber entspannt her auf jeden Fall. Weil wir dann das Zeug nicht mehr rüberkriegen. Du musst durchgängig stressen, sonst schaffst du es auch nicht. Wegen der Zeitbeschleunigung. Ja. Ja, stimmt. Die ganze Nacht ist in der 30-fachen Geschwindigkeit ja höchstens. Wie in der 60-fachen, ne? Stimmt, 60-fach spielen wir jetzt, ja. 30 spielen wir doch. 30! Dann wurde jetzt erhöht auf 60. Wir würden schon wieder mit allen Mitteln. Ich wollte gerade sagen, ich erhöhe auf 120. Ich gehe mit und erhöhe auf 120. Ich biete mit 5. Genau. Wer bietet mehr? Auf einfach. 10. Ich wollte gerade sagen, da schließe ich mir ja fast der Alten an, wenn ihr so hoch spielen wollt. Dann bitte einmal Geld abholen. Das machen wir. Was sind denn diese 5000 Einnahmen Ernte? Ist das, gehört das jemandem? Sonst nehme ich das. Oh, nö, das dürfte eigentlich nicht von uns sein. Ja, so Kleckerbeträge fahren wir, glaube ich, gar nicht mehr. Nee. Ich weiß auch nicht, das wird wahrscheinlich eine Palette, die irgendwie dann doch noch im Spawner reingerutscht ist. Ansonsten macht das ja gar keinen Sinn. Ich glaube, wir haben auch einen Baumarkt, aber wir haben auch unsere ganzen Palettenplätze, die sind alle gut gefüllt, aber werden aktuell ein bisschen vernachlässigt. Helga, wo kommt das rein? Was? Das hier aber rein. Gut, ich würde sagen, Osten in den Osten zurück. Mauern werden gestanden. Hier ist Wasser und hier rein muss es. Wie nett du wohl wieder zu uns Beste. Mann. Ja, Strategie und so. Mit Profis. Bleibt ja immer noch hier, Mensch. Rüber! Ja, geht nur. Ganz, nee, die Alte hat nicht genug Power wahrscheinlich, um euch zu switchen, ne? Aber ich sehe keine Schafe. Wo sind denn die? Doch, hinter dem Damm. Moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. So, sind wir wieder irgendwie aufgeteilt. So, Jim, noch ein Versuch. Kannst du den noch irgendwie hinbringen auf die Insel? Noch ein Schneidwerkswagen, ne? Wir sind auf der Insel? Ja, also hier auf unsere Insel. Ich würde auf nämlich. Der Westinsel? Ja, ich würde versuchen zwischendurch, wenn ich euch abbunker. Da ist bei Sonnenblumen. Ein richtiger Schneidwerkswagen. Genau, ja. Bei Sonnenblumen habe ich ja immer. Wo ist denn das? Ich finde das nicht. Kannst du es kaufen? In die Kategorie kann gerade ich nicht. Ach da, ja, ich gut. Ich weiß aber nicht, welches du immer kaufst. Dein vorletzte. Olmer? So, Entschuldigung. Mach du mal. Dritte. Mach du. So. Da haben wir sowieso LKW stehen, da haben wir LKW stehen. Das größte Feld, was wir haben, ist glaube ich 9. Ich kann auch. Ja, jetzt hast du. Aber nur in Doppelanhängern 90.000 Kapazität, das reicht für das Feld ja. Wo ist denn der mit dem grünen Anhänger eigentlich geblieben? Der Big Dumb ist dabei, Feld 2 stehen. Okay. Ja. Krone. Haben wir denn überhaupt schon was da, wo Salazar ist? Salazar? Ist da irgendwas bei dem Feld unter der Biogasanlage? Was? Nee, da steht gar nichts. Weder Anhänger noch. Weder Anhänger noch Drescher. Okay. Ich habe hier gerade eingekramt bei Benedikt, der ist hier, glaube ich, über. Also, wir sind auf 3, auf 5 und auf 9 erstmal. Dann pack den noch auf. Der von den 9 kann ja dann auch rüberwechseln zu 8.
den Streifen dort machen. Zur Not, wenn wir den noch brauchen nachher, genau. Kommt auch noch auf die Zeit drauf an. Wichtig ist, dass wir vor der Brücken, wenn wir es, wie gesagt, ich weiß nach wie vor nicht, wann die Ernte einsetzt. Das wird auf jeden Fall der spannendste Moment jetzt hier sein zum Abschluss des Matches. Dann kannst du den Drescher denn unter die Biogasanlage bringen. Da haben wir doch, kann ich auf dem Feld zum Beispiel anfangen. Da packe ich da auch einen Abfahrer hin. Da haben wir aber eigentlich zu viele Abfahrer. 45.000 am... Ja, wenn du überspringen willst, brauchst du überall einen Abfahrer. Und ich will ja auch noch dreschen nebenbei. Ja, eben. Aber das passt schon. Ich will noch die LKWs hinterherziehen. Nee. Passt schon. Hier vorbereitet. Perfekt, da ist die alte. Im Großen. Habt ihr den 45er mit dem Fendt? Habt ihr, nehme ich mir den Fendt hier weg? Oh, hier steht doch was schon. Sehe ich gerade. 60.000. Ich habe da gerade was hingestellt. Also, was hingestellt. Anhänger, ne? Ich werde da jetzt aber, weil das ein Doppelgespann ist, lieber den Fendt vorpacken, weil der hat einfach mehr Power. Das war ein bisschen langsam meine Endgeschwindigkeit, aber wenn wir da, weiß nicht, ich weiß nicht, wie voll wir die Anhänger kriegen. Obwohl, nee, der macht ja Sinn, den mit dem 47.000er zu lassen. 5 Hektar. 5 Hektar, 8. Krieg ich ja nicht mal einen Anhänger voll aus dem ganzen Feld. Und da sind circa 4 Hektar. Sind höchstens 30.000, die man da rauskriegt aus dem Feld. Natürlich nachher noch mal gucken, wie ich reingeswitcht komme. Auch schon perfekt. Eigentlich würde ich ja hauptsächlich mit den LKWs abfahren. Aber jetzt fast überall Doppelgespanne stehen, also LKW und Traktor. Dadurch, dass wir jetzt so viele Fahrzeuge haben, muss man teilweise auch ganz schön lange durchswitchen. Naja. Haben wir hier, sollen wir einen Feldbeobachter abstellen die ganze Zeit und reihum? Jeder muss für eine Minute das Feld beobachten. Deshalb fahre ich doch so ganz gemütlich mit dem Ladewagen durch die Gegend. Na, Wachstum setzt von oben ein, ne? Also theoretisch wäre Feld 3 die oberste, oder Feld 5 die oberste Ecke zuerst. Ja. Aber das ist wirklich nur 10 Sekunden und das wird nachher nicht ausschlaggebenden Punkt machen. Genau. Lange keine Paletten mehr gefahren. Ich bring noch mal was zum Baumarkt, wa? Ja, diese Gelddruckmaschine, wie sie hier ist, die Holzindustrie und Zellstoff, kannst du, wie gesagt, in unserem Projekt gegen Manus sie nicht werden, weil man alles selbst verladen muss und man, also bei der Menge an Paletten schafft man es nie verladen. Was sagst du? Nee, ich hatte gerade Salazar kurz angestupst. Ein Manövrierfehler hat er gemacht. zu schnell losgefahren, zu zeitig. Okay. Also wir müssen halt gucken nachher. Es ist auch wichtig, möglichst früh immer was reinzukippen, weil wir wissen ja alle, das Ziel oder die Tür schließt ja vorher, bevor man die ganze Menge erreicht hat. Boah, noch komplett geräumt. Kann sein, dass unsere Produktion heute nicht mehr laufen wird, aber es macht nichts. Wir haben jetzt eh nur noch die heutige Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen und jetzt die dritte oder vierte Folge? Der Dienstag. Sind wir schon am Dienstag? Ist schon die vierte Eine Folge. Müssen wir noch, glaube ich, oder? Ja. Eine müssen wir noch. Also gut in der Zeit.
werden wir wohl oder übel erst beim nächsten Mal richtig durchstarten. Ja, machen wir doch mal richtig spannend, oder? Ja. Wird echt knapp. Aber ne, ihr seht auf die Uhr, es ist 11:30 schon. Wir brauchen auf jeden Fall eine halbe Stunde wahrscheinlich zum Ernten. Eine halbe Stunde zum Ernten würde heißen, wir bräuchten mindestens 3 bis lieber 4 Stunden, also bis 14 Uhr, müssten die Felder dann irgendwie mal erntereif werden. Dann halte ich es für realistisch, dass wir mitspielen. Ja, dann lassen wir uns aber überraschen, was das dann am alles Woche. Bis nach 14 Uhr wird eng. Ja. Aber auch dann geben wir nicht auf. Versuchen es und selbst dann. Es geht ja nicht um Aufgeben, es geht nur darum, nicht zu gewinnen. Ja, auch immer. Ich habe euren Schneidwerkswagen gefunden. Oder hat ihn einer absichtlich bei den Schweinen abgestellt? Ja, mehrere. Mal schön Paletten abgeladen. Ich glaube wahrscheinlich. Und sie ist auch noch mal ein bisschen Obst zu verkaufen. Nein, nicht. Paletten Obst fahre ich da nicht. Ja, wahrscheinlich auch. Ist auch noch eine Palette. Da haben wir auch irgendwas nicht hingebracht. Wahrscheinlich Getreide oder was. Wir haben alles, aber ja, die Eier, die, da ist kein Getreide mehr dann da. Eigentlich ist da noch ein bisschen, die sind nur so langsam irgendwie. Ach, Mist ist voll. Das ist ja Mist. Das ist ja Mist. 100.000 Mist haben wir hier. Vielleicht kann ja mal die alte Kunst dazwischen fahren. Nee, ich bin direkt da mit dem LKW. Kann das ja einen Kompost da reinschmeißen, ne? Ja. Vielleicht kipp's einfach in die Gegend. Oder ich baue die Brücke aus Mist. Ist es voll, wo? Nee, schon gut. Was willst du für eine Brücke bauen mit Mist? Nebenan wollte ich noch eine Brücke schütten. Zur Menschinsel rüber. Genau. Wollte ich mit Gras machen eigentlich, aber ich konnte mein Team nicht dafür begeistern. Meinst du, der Mist reicht aus? Nee, der Mist reicht nicht aus. Ich glaube aber, die Höhe müsste genau passen, dass man es tatsächlich schaffen könnte. Ziege weg, still. Hackschnitzel wahrscheinlich oder kein, oder was ist, oder voll. Hackschnitzel ist leer. Ah, es ist auch nicht ganz. Ziege weg braucht Brennstoff. Ah, wir verkaufen im großen Stil hier. Wir verkaufen noch, genau. Ich habe gerade eben abgegeben. Dauert wahrscheinlich noch bis morgen. Das werden wir in der heutigen Folge nicht verkauft kriegen. Ach, 10:50 schon. Wo bleibt unsere letzte? Denn welches wir zuerst angepflanzt haben mit Bomblumen? Wie bitte? Ich hab's nicht verstanden. Was haben wir? Welches Feld wir zuerst angepflanzt haben mit Bomblumen? Das, was wir schon angefangen haben zu ernten. Muss ja. Ja. Muss ja die neuen gewesen sein, oder? Ja. Da haben wir schon einen Streifen geerntet. Alles andere ist dann irgendwie leider in einer anderen Wachstum. War wie gesagt ungeschickt von mir auch da. Wir hatten eigentlich schon sicher Mais. Wäre viel geschickter gewesen, hätte ich da auf der 22, nee, auf der 21 auch schon Sonnenblumen angepflanzt. Oder wir. Nur von ich. Hätte ja jeder den Einwand bringen können und sagen, nee, mal lieber das. Dann sag mal, jo. Stimmt. Wäre viel besser gewesen. Dann hätten wir jetzt nicht so diese Panik gehabt.
Dann hätten die sich aber vielleicht auch noch angestrengt, noch Mais zu kriegen. Weil so haben sie ja von vornherein da die Flinte ins Korn geworfen. Bei Sand und. Ne, Sand, genau. Bei hier Soja und bei Mais. Ich wollte eigentlich schon sagen, wollte Jenny gerade schon aufmerksam machen, die ihren Einsatz verpasst hat. Oh nein! Wer hat denn die Mauer geöffnet? Hey, das habe ich gehört. Gibt's was Schönes hier bei uns im Westen? Bananen? Nö, wir haben Obst selber. Sonnenblumen. Wir haben wunderbares Obst und Fleisch. Wurst. Das ist auch schön. Aber fast alle Sonnenblumen wachsen im Westen, muss man ja sagen, ne? Weil im Matchbereich ist ja die Mitte. Alles, was im Westen davon ist, ist unseres. Alles, was denn im Osten ist, ist euer. Das wäre doch auch nochmal eine richtig gute Idee. Jetzt fängt er auch noch an, Späße zu machen. Oh ja. Ja, die kleine Fälle wegschwimmen. Nö. Wie gesagt. Unentschieden ist ja völlig okay. Verlieren wäre fies gewesen. Ja, warum sollen wir denn verlieren? Genau. Ich wollte ja gerade sagen, deswegen wollt ihr ja auch nicht versuchen zu verlieren, sondern gebt ja auch, macht ja jeder so, macht ja auch Sinn. Das ist ja auch genau das Prinzip des Matches. Sag mal, nur so für Spaß, also ne, von wegen einfach nur so zusammen, das kann man auf der Marsch machen. Ne? Man kann natürlich auch hier zusammen, aber macht weniger Sinn. Ja, wir können ja mal so McManus und Burning Gamer hier mal, ne? Wir gegen die da, also. Ist ja auch mit Sicherheit ein cooles Match. Ja, natürlich auch eine sehr schöne Sache. Mhm. Ja. Oh, aber ich denke mal, die Leute werden nie Zeit. Ja, das ist bei denen echt das Problem. Dass sie Zeitprobleme haben. Oh, aber wenn man das jetzt 19 Mal. Also muss man ja erstmal gucken, ob die da überhaupt Bock zu haben. Das ist auch immer das eine. Und das andere ist natürlich wirklich dann auch Zeit, ne? Sie haben gar relativ eng gestritten. Ich meine, ich habe schon echt. Sag eigentlich immer, dass ich keine Zeit habe. Und es ist tatsächlich auch so. Ich habe eigentlich keine Zeit. Ich habe jetzt echt Glück, dass wir mit Manus und Friesi da, ich sag mal, einen Aufnahmetermin in der Woche finden konnten, wo es allen passt. Wo man dann gesagt hat, jo, weil ich sag mal, auch die müssen ja überhaupt Bock haben, das mit uns zu machen. In dem Fall. Ich sag mal, jetzt mit mir und meiner Frau. Natürlich genauso wird es das für uns gelten. Kann aber auch sein, dass man dann nochmal wieder ein anderes Projekt macht, auch mit Lohnern oder was auch immer. Und dann zum Beispiel von hier irgendwie Lohner da sind und von ihm sind Lohner da. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Jetzt sind ja eigentlich nur noch, was haben wir heute denn jetzt? Nur noch ein bisschen über 4 Wochen. Also man müsste eigentlich jede Woche 2 Ziele knacken und das ist ja völlig utopisch. Ja, geht nicht. Wenn das jetzt 2 spielt, das schafft er nicht, rein von der Zeit nicht. Niemals. Und vor allen Dingen dann auch noch mit hier ohne Autoload. Ja. Das ist ja ansonsten. Läuft euch jetzt noch die Folge oder ist die jetzt schon vorbei? Nee, läuft noch. Habt ihr schon Schluss? Dann würde ich sagen, vielen Dank. Nicht. Ja, machen wir aber ruhig. Ist tatsächlich dann auch schon wieder fast 20 Minuten. Aktuell diese Woche waren die Folgen mal ein bisschen kürzer, aber ihr wart ja auch verwöhnt in den letzten Wochen. Da war es ja teilweise immer regelmäßig eine halbe Stunde. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Machen wir sonst in der nächsten Folge. Treffen uns sonst nochmal kurz im Matchbereich und checken da nochmal die Lage. Da sind schon eine Menge Tore mittlerweile zu. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen. Schaut morgen wieder rein. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut natürlich auch ganz gerne mal bei den anderen mit rein. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dann. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ja.